Hallo Menschen, ich möchte euch heute vier Bücher von Olga Tokarczuk vorstellen. Sie ist ja die Literaturnobelpreisträgerin aus dem Jahr 2018. Das war der Preis, der dann im Nachhinein verliehen wurde, weil es da so ein bisschen einen Skandal rund um die Jury gab. Die Autorin ist 1962 in Polen geboren. Sie ist studierte Psychologin und auch außerhalb der Literatur eben, man könnte sagen, aktivistisch unterwegs. Sie bezeichnet sich selbst, soweit ich weiß, als Feministin und Atheistin, was in Polen ja nicht immer so gut ankommt bei allen. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die es tatsächlich erst durch den Literaturnobelpreis mitbekommen haben. Ich kannte vorher ihre Bücher nicht und dann habe ich auch eine Weile auch erstmal mehr über sie und ihr Handeln und gar nicht so sehr über ihre Literatur gehört. Ich wusste von ihr, dass sie eben mit den eher konservativen Mächten ihres Landes immer mal wieder in Konflikt gerät. Zum Beispiel hat sie einen Preis abgelehnt, weil gleichzeitig mit ihr ein Bischof ausgezeichnet werden sollte, der aber auch behauptet, dass die LGBTAIQ-Bewegung eine Gefahr für den polnischen Staat sei. Und das wird ja grundsätzlich auch Tokarczuk immer mal wieder vorgeworfen, sie sei unpatriotisch, wobei sie eben wiederum behauptet, Polen sehr wohl zu lieben, aber eben als ein offenes Land und nicht mit diesen konservativen Einschränkungen. Das klang für mich grundsätzlich erstmal alles sympathisch und dann hat Caro vom Kanal Caros Bücher, ich glaube so vor 2 Jahren, eben mehrere ihrer Bücher gelesen und vorgestellt, was mich sehr gespannt gemacht hat auf sie. Ich dachte mir, Erzählungen wären vielleicht ein guter Einstieg und deswegen habe ich mit Spiel auf vielen Trommeln angefangen. Und ja, also man kann schon sagen, dass das an sich erstmal ganz gut funktioniert hat, um mich mit ihrem Schreiben vertraut zu machen. Aber ich würde die Geschichten in der Sammlung alle als eher solide einordnen und nicht unbedingt als großartig. Also ich muss zugeben, dass keine davon länger in Erinnerung blieb. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich so ein bisschen selber gehypt habe, weil ich vorher eigentlich nichts von ihren Erzählungen, sondern immer nur von den Romanen etwas gehört hatte. Aber der Klappentext bei Spiel auf vielen Trommeln klang so unglaublich gut. Und ich weiß, dass das ja eigentlich nichts aussagt, aber es hat mich so gespannt gemacht auf diese Kurzgeschichten. Es kann natürlich aber auch daran liegen, dass mir vielleicht manchmal doch ein bisschen Hintergrundwissen zu Polen fehlt. Es gab zum Beispiel nämlich eine historische Geschichte da drin, die für mich eben wirklich nur eine historische Geschichte war. Ich habe die gelesen somit, okay, das sind Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Vielleicht steckt da ja aber irgendwie eine tiefere Gesellschaftskritik drin, die ich aber einfach nicht erkannt habe. Ne? Also dass das irgendwie auch Verweise auf die Jetztzeit sind, auf irgendeinen Diskurs in Polen, den ich nicht mitbekommen habe. Das kann absolut sein, aber das führte eben dazu, dass in der Sammlung jetzt erstmal vieles ja quasi auch so ein bisschen über mich hinweg plätscherte. Ich habe das gelesen und mir gedacht, okay, ja, das ist ganz solide, aber mehr auch nicht. Ich kann aber schon mal verraten, dass ich später, das ist das dritte Buch, was ich euch gleich vorstellen werde, noch eine andere Kurzgeschichtensammlung von ihr gelesen habe, die ich ganz großartig fand. Das zweite, woran ich mich von ihr allerdings machte, war erstmal Unrast. Da habe ich ein Lesetagebuch auf Steady hochgeladen mit Details, wie sich da so meine Meinung eventuell verändert hat. Ich versuche es jetzt mal hier für dieses Video kurz zu fassen. Es gibt in diesem Roman keine klassische Handlung, also es geht nicht zielgerichtet auf irgendetwas zu, sondern es besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Schnipseln rund ums Reisen, unterwegs und getrieben sein, rund um Unruhe und ebenso dieses Nicht-Ankommen. Manchmal ist das wortwörtlich gemeint, also dass Leute eben wirklich unterwegs sind, manchmal eher metaphorisch. Und das ist also ist schon ein eher dickeres Buch und es geht in so viele Richtungen. Wirklich, also es sind auch hier historische Erzählungen mit dabei. Manchmal geht es aber auch eher in die psychologische Richtung, in die philosophische, in die mythologische. Manches ist eher körperlich, bezieht sich auf Gliedmaßen. Manches ist eher so ein bisschen traumhaft und so weiter und so fort. Auch vom Format her. Manches fühlt sich an wie so eine klassische Kurzgeschichte. Manchmal sind es eher kurze Essays oder so Kuriositäten, Briefe, Tagebucheinträge. Ganz, ganz viele verschiedene Formen und Themen. Am konstantesten ist eine Ich-Erzählerin, die quasi permanent auf Reisen ist. Also schon als kleines Kind ist sie quasi zum ersten Mal aus dem Elternhaus abgehauen und auch heutzutage ist die immer unterwegs und die kommt häufiger im Text vor. Und ansonsten wird man aber ganz oft auch nur kurz in ein Leben
hineingeworfen. Also zum Beispiel haben wir mal eine Geschichte mit einem Fährmann, der eben wirklich nur so auf einer geraden Linie für eine Überfahrt sorgt. Und eines Tages biegt er da einfach mal ab und fährt gen offenes Meer, während aber eben auch andere Leute auf dieser Fähre gerade mit sind. Die wollten ja einfach nur von A nach B. Und dann bricht die Erzählung aber auch schon ab. Also wir wissen nicht so wirklich, wie es weitergeht, was mit den Leuten ist. Es ist einfach nur so eine hingeworfene Momentaufnahme, könnte man sagen. Oder um mal noch ein anderes Beispiel zu nennen, wir haben da ja auch einen etwas größeren Abschnitt, der sich eher so historisch mit Anatomie beschäftigt, also aus der Geschichte der Medizin und vor allem auch des Präparierens von ja, Körperteilen und also verschiedenen anderen Sachen. Und also ja, wirklich noch 100 andere Sachen. So, es sind teilweise wirklich gute Überlegungen drin. Ich wollte da gerne jetzt ein Zitat bringen, aber ich habe es an verschiedenen Stellen schon gesagt. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge die Videos online gehen. Mein Computer fährt ja nicht mehr hoch und ich hatte die Zitate schon auf dem PC übertragen. Das heißt, ich kann euch jetzt leider gerade nichts vorlesen. Wie gesagt, es sind einige gute Überlegungen drin, aber mir persönlich war es tatsächlich auf die Länge des Buches dann doch etwas zu zerstückelt. Ne? Also das meandert dann so vor sich hin in 100 verschiedene Richtungen. Und natürlich passt dieses Fragmentarische eigentlich zum Thema, ne? So diese titelgebende Unrast und diese vielen Perspektivwechsel, die man zum Beispiel beim Reisen bekommt, das entspricht dem Thema Nomadensein eigentlich sehr gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie so diese viel beschriebene Schnelllebigkeit der modernen Welt durchaus positiv interpretiert, ne? Also diese vielen Menschen, viele Orte, viele Eindrücke. Das ist alles interessant für sie und teilweise eben auch für die ProtagonistInnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so, also gleichzeitig, und das passt aber trotzdem sehr gut, dass es in zwei Richtungen geht. Also einerseits so dieses, alles gehört zusammen. Also man kann sich nicht losgelöst voneinander durch die Welt bewegen. Andererseits, man kann irgendwie auch alles hinter sich lassen, man kann neu anfangen, man kann weitergehen. Also, und das, ja, fand ich, wurde ganz gut zusammengebracht, waren interessante Überlegungen. Und es kann auch definitiv einfach schon durch die Fülle an Themen zum Nachdenken anregen. Es lädt, glaube ich, auch zum nochmaligen Lesen ein. Man könnte manche Stränge weiterverfolgen und alles nochmal so ein bisschen in Ruhe aufnehmen. Aber, und das ist halt einfach Geschmackssache, ich hätte es etwas gebündelter bevorzugt. Es wirkt eben schon sehr lose oder so, als hätte die Autorin quasi aus ihrer Recherche einfach alles dann in das Buch eingepackt. Und ja, wenn Roman draufsteht, mag ich das persönlich einfach, wenn es etwas mehr zusammenkommt. Aber das ist, ja, ist natürlich nicht Teil der Definition von Roman und viele finden das bestimmt auch total interessant. Aber dadurch, dass es eben auch so kurze Schnipsel sind, wirkt es manchmal etwas, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber so ein bisschen exotisierend, weil uns eben einfach schnell ein paar Fakten hingeworfen werden. Ne? Also zum Beispiel wird dann irgendwie mal so was rausgehauen wie, übrigens bei den Maori gibt es die und die Besonderheit und dann wird aber schon im nächsten von irgendeinem Harem erzählt, in dem jemand, also wird wirklich mit Kindern schläft, also nachts einfach nur schläft und zack, dann geht es irgendwie schon weiter zur nächsten Kuriosität. Und an den Stellen geht es dann eben immer nicht in die Tiefe. Ne? Also wir haben quasi so einen Random Fact über die Maori gelernt und sonst aber nichts von diesen Menschen oder ihrem Alltag. Und ja, dann geht es weiter zur nächsten Seltsamkeit. Und das wirkt dann halt oft so ein bisschen wie der schnelle Blick von außen, habe ich das Gefühl gehabt. An der Stelle kann ich auch gleich mal erwähnen, also in dem Buch hier fällt das Z und das I-Wort. Und ja, ich gehöre zu denen, die das nicht aussprechen. Ich finde, das ist eine unnötige Fremdbezeichnung ist, die wir nicht nochmal wiederholen müssen. Und das kommt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in 3 von den 4 Büchern, die ich jetzt von Tokarczuk gelesen habe, ebenfalls vor. Und man kann an der Stelle sagen, es sind ja keine komplett aktuellen Bücher, aber es ist jetzt nun mal das Jahr 2022, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht auch eine etwas verromantisierte Vorstellung so von Vagabunden und durch die Lande ziehen und mit der Natur verbunden sein hat und ja, deswegen dann immer mal so diese Begriffe raushaut. Das heißt, als Fazit jetzt erstmal zum Buch Unrast, ich habe es schon gemocht und die kleine Kritik, die ich bringe,
die rührt vor allem daher, dass ich eben einen leicht anderen Erzählstil bevorzuge. Aber wenn das erstmal für euch interessant klingt, also diese vielen verschiedenen Themen und dass es eben nicht wirklich ein Ziel, eine Richtung verfolgt, sondern im Gegenteil so in ganz viele verschiedene Richtungen auswabert, dann wäre es auf jeden Fall eine Empfehlung für euch. Danach lasse ich dann eben noch die zweite Kurzgeschichtensammlung, nämlich Der Schrank, die mir richtig gut gefallen hat. Die wirken auf mich einfach etwas besonderer und die sind mir alle im Gedächtnis geblieben. Manche sind durchaus so ein bisschen magischer Realismus, manche sind aber vielleicht auch einfach ein bisschen seltsam. Ich nenne euch einfach mal ein paar Beispiele. In der einen, der Titelgebenden, haben wir eben ein Paar, das sich einen alten Schrank kauft und eines Tages setzt sich die Frau da mal rein. Uns gegenüber wird jetzt auch gar nicht genau gesagt, warum oder was daran so toll ist, aber sie will kaum noch aus diesem Schrank raus. Und irgendwann nimmt sie ihren Mann da mal mit rein. Und auch er geht zwar anfangs noch zum Arbeiten und Einkaufen raus, will das aber eigentlich gar nicht mehr, sondern eigentlich für immer in diesem Schrank bleiben. Und ich weiß nicht, ich finde, das kann man erstens super interpretieren in verschiedene Richtungen. Da kann jeder irgendwie eine andere Sache mit reinnehmen, ob das jetzt nun irgendwie zum Beispiel eine Angststörung ist oder ob das einfach nur ein Abkapseln ist von jemandem. Also gibt es ganz viele verschiedene Richtungen. Und das meine ich mit, das ist irgendwie so ein bisschen was anderes, mal was Besonderes. Es ist nicht einfach nur zum Beispiel jetzt eine historische Erzählung mit das und das ist passiert, sondern das bietet Möglichkeiten für die LeserInnen, sich da so ein bisschen mit reinzunehmen in die Geschichte. Oder um euch nochmal eine andere wiederzugeben, da wird einmal die Geschichte aus der Sicht eines Zimmermädchens erzählt. Und das enthält erstens eine super Analyse der Gäste teilweise, aber irgendwie auch des Dienstmädchens selbst, weil sie quasi ihre Individualität verliert, sobald sie diese Schürze anzieht. Und dann ist sie nur noch in ihrer Funktion in diesem Hotel unterwegs. Auch hier hätte ich super gern zitiert, weil das war so treffend von ihr beschrieben. Und ich fand es auch sehr, sehr gut, wie mehrmals irgendwie auf ihre Herkunft angespielt wird, ohne dass diese direkt genannt wird. Aber es lieferte irgendwie eine interessante Perspektive, weil das anscheinend immer mal wieder eine Rolle spielt, auch in ihrer Arbeit, beziehungsweise wahrscheinlich eher so in ihrer Wahrnehmung von außen. Aber dadurch, dass es nie explizit genannt wird, lässt ja auch das wieder so ein bisschen Freiraum für Interpretationen. Und wie gesagt, ich fand diese Geschichten alle gut und oder, also subtil oder innovativ und wirklich zum Nachdenken einladend auf eine gute, also trotzdem noch unterhaltsame Art und Weise. Das war auch ein ganz kurzes Büchlein und trotzdem, meiner Meinung nach richtig eindrucksvoll. So, und als viertes las ich dann noch Der Gesang der Fledermäuse, eigentlich zusammen mit Sophie. Die hat es dann allerdings, ich glaube, ungefähr so bei der Hälfte oder ein bisschen danach abgebrochen. Ich zog es noch durch, war dann aber am Ende auch eher enttäuscht. Dabei gefiel mir der Anfang sehr, sehr, sehr gut. Wir befinden uns in so einem abgelegenen Dorf in Polen, aber ziemlich nah an der Grenze zur Tschechischen Republik. Und speziell unsere schon recht alte Protagonistin lebt aber nochmal ein bisschen weiter oben auf so einem Plateau, also sehr, sehr vereinzelt. Und es gibt dort oben mehr oder weniger in der Nähe nur noch zwei andere Männer. Und das Buch beginnt damit, dass der eine Mann bei ihr klopft und sagt, dass der andere Mann tot eben in seiner Hütte liegt. Mit der Zeit, das ist jetzt auch kein Spoiler, ich glaube, das steht sogar auch hinten drauf, es sterben noch einige andere Menschen und es sind immer welche, die irgendetwas in der Natur oder mit Tieren gemacht haben, was man als unethisch bezeichnen könnte. Und die Art, wie sie sterben, wirkt manchmal so, als hätte sich eben quasi die Natur gerecht. Also zum Beispiel bei dem einen ist eben so ein Tierknochen im Hals und er ist dran erstickt. Oder man sieht Rehspuren, die so aussehen, als hätten quasi die Tiere den Menschen in einen Brunnenschacht gedrängt und runtergestoßen. Also unsere Protagonistin ist dabei auch so ein bisschen schrullig, könnte man sagen. Also sie ist zum Beispiel der Astrologie extrem zugetan und wird von vielen auch nicht so ernst genommen. Sie hat aber zum Beispiel auch einen guten Freund, mit dem zusammen sie Plague übersetzt. Der wird dann auch immer mal wieder zitiert im Buch. Und wie gesagt, ich mochte erstmal so dieses isolierte Setting. Anfangs hat man zum Beispiel auch eine sehr, sehr schöne Winteratmosphäre und grundsätzlich gefallen mir ja auch die Themen sehr gut, ne? Also irgendwie so Tierrechte und dieses alles ist ein Kreislauf und gehört zusammen, weswegen wir jetzt nicht einfach willkürlich Tiere töten können zum Beispiel.
Auch Selbstjustiz ist eine Sache, die mich grundsätzlich interessiert. Aber erstens habe ich das Gefühl, dass dieses Buch nicht so recht weiß, was es sein will. Und ich meine, klar, man muss jetzt nicht immer alles in ganz feste Kategorien packen, aber wir haben hier halt, wir haben diese Mordfälle. Für einen Krimi ist es aber definitiv zu langweilig und konzentriert sich auch jetzt gar nicht so sehr irgendwie auf die Ermittlungen und oder Täter, Opfer, was auch immer. Dann haben wir so diese seltsamen Umstände der Morde. So wirklich magischer Realismus wird es aber auch nie. Und wir haben ja, ich sag mal, potenziell interessante Themen, die dann aber von der Protagonistin oft begründet werden mit, keine Ahnung, der Mars steht im Aszendenten von Schieß mich tot und dadurch ja dann auch nicht wirklich tiefsinnig im Buch besprochen werden. Ne? Also es gibt hier nie so eine richtige Diskussion über Tierethik oder so. Das heißt, es ist jetzt auch nicht wie in manchmal Gegenwartsliteratur, dass dann halt wirklich ja, Themen diskutiert werden oder so. Das hat man auch nicht. Und zweitens fand ich die Auflösung, ehrlich gesagt, ziemlich beknackt. Und ich würde an der Stelle sehr, sehr gerne drüber reden. Das heißt, ich blende jetzt hier mal dick Spoiler ein und auch die Stelle, an die ihr springen könnt, wenn ihr jetzt nichts davon hören wollt. Denn ja, jetzt wird wirklich, also ich Spoiler, es ist der Twist, über den ich jetzt reden möchte. So, also ich hatte mir anfangs im Buch natürlich schon mal gedacht, dass sie, also unsere Protagonistin, die Mörderin ist, weil einerseits, warum sollte man ihr sonst folgen? Und es gibt halt immer mal wieder so ein paar Anzeichen. Andererseits war sie ja immer total schockiert, wenn sie von einem neuen Mord erfahren hat. Da stand wirklich dort, ach du meine Güte, da ist noch jemand gestorben, ich kann es gar nicht glauben. Ne, es stand ja immer dort, dass sie das auch ja, ganz mitnimmt. So, aber Überraschung, sie war es doch. Und diese Art des unzuverlässigen Erzählens finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen billig, muss ich sagen. Weil einfach nur die Fakten wegzulassen, damit es spannend wird, finde ich von der Autorin her dann halt nicht besonders gewieft. Also unzuverlässige Erzähler funktionieren bei mir eigentlich nur, wenn sie entweder selbst etwas nicht wahrhaben wollen, wie zum Beispiel in The Remains of the Day, oder wenn sie sogar direkt absichtlich mit uns spielen, was die Protagonistin hier ja aber nicht tut, oder es gibt noch so eine dritte Form, das ist dann nicht unbedingt unzuverlässiges Erzählen, aber wo man halt als LeserInnen nicht alle Fakten kennt, zum Beispiel wie in Das Labyrinth von Stollenhag, da sprechen Personen in der Geschichte eben mit ihrem Wissensstand miteinander, was aber dazu führt, dass uns bestimmte Dinge, die in der Welt neu oder anders sind, nicht erklärt werden. Ne? Die ProtagonistInnen kennen sich ja in ihrer Welt aus und wir werden da quasi erstmal so ein bisschen reingeworfen und müssen uns das selber erschließen. Was ja, das ergibt ja auch total Sinn, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner spreche, dann sage ich ja auch nicht, weißt du noch, vor 10 Jahren, als wir uns so und so kennengelernt haben, da ist das und das passiert, sondern wir zwei haben ja diesen Wissensstand noch. So. Aber wie in diesem Buch jetzt hier, einfach zu erzählen und dann immer die essentielle Tat, um die es jeweils geht, wegzulassen, ich weiß nicht, also das war dann irgendwie nicht so meines. Und ich meine, für diejenigen, die es gelesen haben, ja, es steht ja im Text, sie hätte das immer direkt nach der Tat vergessen. Aber im nächsten Abschnitt steht dann wirklich auch drin, manchmal erinnerte ich mich dann aber doch wieder dran. Und wenn sie im Buch dann die Handlungen wiedergibt, dann kann sie sich ja plötzlich doch dran erinnern. Und zwar auch am Stück und erzählt es halt also detailliert. Also sie hat es ja anscheinend dann doch nicht vergessen. Und ich finde beide Varianten irgendwie blöd. Also entweder es ist ihr zwischendurch immer doch mal wieder eingefallen, dann hätte sie es ja eben genau dann, also wenn es ihr einfällt, uns auch erzählen können. Also da hätte sie ja schreiben können, oh, verdammt, ich glaube, ich habe vor 2 Tagen jemanden umgebracht. Hat sie aber nicht, sie lässt es absichtlich weg. Oder sie hat es halt wirklich vergessen und zack, wenn es dann auch wir LeserInnen erfahren dürfen, erinnert sie sich plötzlich dran. Also wie praktisch und zufällig ist das denn? Ne? Also, und ich finde, das hätte sich doch so einfach lösen lassen, wenn einfach jemand anderes der Ich-Erzähler ist, der eben nicht weiß, was Sache ist. Also zum Beispiel ihr Freund hätte sich super dafür geeignet, weil er in ihrer Nähe ist. Er könnte halt dann auch beschreiben, dass irgendwie ein paar komische Sachen geschehen oder dass sie komische Sachen sagt. Aber er weiß es eben nicht, was wirklich vorgefallen ist. Und stattdessen nehmen wir die Person, die es weiß, und erzählen einfach die wichtigen Fakten nicht. Das weiß auch nicht, ist nicht so meine Herangehensweise. Oder ich finde es dann irgendwie so ein bisschen zu billig, um Spannung zu erzeugen. So, ich finde es nicht verkehrt,
dass sie die Morde begangen hat oder wie, aber die Erzählweise führte bei mir definitiv nicht zu einem "Oh, ich bin beeindruckt davon, wie die Autorin uns an der Nase herumführte", sondern wirklich zu so einem "Ernsthaft? Du hast einfach alle wichtigen Infos weggelassen und das ist dann dein Twist?" Also das war wirklich nicht so meine Herangehensweise. Ja, und wie gesagt, auch hier fällt eben wieder das Z-Wort. Das ändert jetzt nichts an meiner Bewertung, weil ich ja insgesamt sowieso nicht ganz so überzeugt war. So, und damit kommen wir zum Fazit. Ich war leider von den meisten ihrer Bücher nicht so begeistert, wie ich erwartet hatte irgendwie. Also gerade bei Der Gesang der Fledermäuse dachte ich, das könnte mein Buch werden, ne? Tierrecht, magischer Realismus, abgelegenes Dorf, Natur. War ja dann leider aber doch nicht so. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass irgendeines davon wirklich schlecht ist. Gerade die Kurzgeschichtensammlung habe ich ja doch sehr, sehr gemocht. Und ich hätte theoretisch noch Lust auf Die grünen Kinder. Es reicht mir jetzt momentan aber erstmal. Also ich brauche definitiv eine kleine Pause mit ihr. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich da in der Unterzahl bin, so mit meiner Einschätzung. Sie hat ja doch sehr, sehr viel Lob bekommen. Aber ich habe auch tatsächlich keine so gute Quote mit Literatur-NobelpreisträgerInnen. Also Svetlana Alexejewitsch und Hertha Müller mag ich sehr, von Kazuo Ishiguro und Toni Morrison manches. Aber viele andere habe ich auch probiert und eben wirklich nicht geliebt. Und ich will euch jetzt auch nicht von ihr abhalten. Wie gesagt, das war jetzt keins, was ich abgebrochen habe oder wo ich es irgendwie ganz, ganz schlimm fand. Aber eine direkte Empfehlung kann ich tatsächlich nur für Der Schrank aussprechen, wenn ihr halt so ein bisschen besondere, seltsame Kurzgeschichten mögt. Und ja, das war so mein erster Versuch mit Olga Tokarczuk. Ich werde euch in der Infobox auch nochmal Karos Kanal verlinken, denn sie hat, also ich glaube, insgesamt auch mehr und nochmal ein paar andere Bücher gelesen, zum Beispiel auch die sehr, sehr gelobten Jakobsbücher von ihr. Und da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen eine andere Meinung mit reinholen, denn sie hat das meiste von ihr, glaube ich, schon gemocht. Für mich war es jetzt erstmal ein Versuch und der zwar interessant war, aber jetzt nicht zu einer neuen Lieblingsautorin führte. Genau, ich freue mich sehr auf Kommentare. Ich hoffe, ich habe niemanden beleidigt, weil gerade Literatur-NobelpreisträgerInnen, die werden dann immer, also wenn man da was Negatives sagt, dann kommt irgendwie gerne mal irgendwie, also zumindest über die Jahre, auf eine kleine Horde vorbei, die dann immer mal sagt, nein, du hast das Buch noch nicht verstanden und so weiter und so fort. Aber an sich freue ich mich auf Austausch. Ich hoffe, wir können uns auf eine normale Art und Weise miteinander unterhalten. Und dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.